Das Zoomen in Cubase. Darum geht es heute. Also, wie zoome ich bestimmte Bereiche heran oder heraus? Also, der einfachste Weg ist, hier oben in die Timeline zu gehen, auf dieses Ankersymbol zu gehen. Und wenn ich nach unten ziehe, kann ich mein Projekt immer näher ranzoomen, immer größer machen. Oder wenn ich nach oben ziehe, kann ich es immer kleiner machen, bis ich zum Beispiel mein gesamtes Projekt sehe. Und so kann ich eigentlich an jede Stelle heranzoomen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, das Gleiche kann man per Tastaturfunktion machen, ist manchmal ein bisschen schneller und effektiver, und das sind die Tasten G und H. Das H macht unseren Bereich größer und das G macht ihn wieder kleiner. Also G und H als Tastaturfunktion. Wir können in die einzelnen Spuren hineinzoomen, um zum Beispiel zu gucken, was habe ich hier mit diesem Synthesizer gemacht, Hurlian Sonic. Dazu gibt es den Spurenzoom. Der ist auf der Tastatur, auf der Taste Z zu finden. Wenn ich dann also meine Spur anwähle, zum Beispiel mit den Pfeil hoch- und runter Tasten, dann drücke ich auf das Z und sehe dann die Spur, die ich ausgewählt habe, in groß, oder nochmal Z, macht sie wieder klein. Oder ich will zum Beispiel die Drumspur ein bisschen genauer sehen, dann gehe ich da auf Z und gehe dort wieder auf klein. Natürlich kann ich auch, wenn ich ganz ins Detail gehen will, hier in die sogenannte Lower Zone gehen, indem ich hier oben klicke und diesen unteren Bereich anklicke und mir dort dann das jeweilige Pattern im Detail angucken kann. Das kann ich sowohl mit MIDI-Dateien machen, mit MIDI-Parts, als auch mit Audio-Parts, wie hier zum Beispiel die Gitarre, kann ich mir dann in der Lower Zone angucken. Und auch hier in der Skala kann ich ganz genauso wie in dem Hauptfenster den Zoom per Maus größer und kleiner stellen. Und auch die G- und H-Taste funktionieren identisch. Das sind eigentlich die wichtigsten Zoom-Funktionen, die ich im Alltag benötige. Soweit erstmal. Also, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es nützlich war für euch, bitte abonniert diesen Kanal, bitte erzählt es weiter. Wir wollen hier wachsen in der Community und viel Spaß beim Cubasen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!